Weiter geht's auf Nimbus. Simsalamander und die Wüste. Nein, mittlerweile ist er bei Hassans Festung angekommen. Ja, das war gestern. Aber das ist jetzt dritter Teil von Nimbus 3. Und nein, es ist nicht der letzte. Einmal schauen kurz. Wurde vielleicht inzwischen... Nein, hier gibt's noch nichts Tolles. Dann beginnen wir jetzt mit der Unsterbliche. Ab in Hassans Festung. Ich fange gleich wieder an zu singen, du Ladeschirm. Ladeschirm, Ladeschirm. Beeindruckt ihn jetzt nicht besonders. Ich bin nicht begeistert. Ah, Ladefestung. Yep, am besten fangen wir an, Fragen zu stellen. Mit Türsteher sprechen. Aha, der neueste Unruhestifter. Wir sollen hier etwas Unordnung schaffen. Ne? Ja. Einfach nicht mit der Wimper zucken. Abgesehen davon, Gorn haben keine Wimpern. Praktisch was. Ja, dann fangen wir mal an, hier den anzuquatschen. Hallo. Ich weiß nicht, linkes Ohr nehmen, rechtes Ohr nehmen. Ja. Gut, Hassan und die grünen Frauen mit euch. Ja, und wenn einer da ist, der es nicht drauf hat, dann gibt das eine Sauerei. Ich habe ihn schon verstanden. Wie komme ich an Hassan ran? Sprechen Sie mit ihm. Okay. Oh, du bist eine Wache? So klein und schon Wache? Ah, mit Jensen reden, alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Darum. Ja. Ja, gehört jemand wie ich. Augen, Ohren, Geflüster, Worte machen die Runde. Ich will, ja. Hassan ist nicht blöd. Auf den Rücken aufpassen. Nett. Könnte eine Falle sein. Die Falle, die mich versucht zu fangen, ja, hat mein nicht vorhandenes Mitleid. Na. Hier gibt es immer ein bisschen was zu scannen. F und E-Zeug braucht man ja auch. So, dann gehen wir jetzt erstmal dem ersten schon mal rein, sicherheitshalber ein bisschen. So. Ja, ist dein Haus. Sie verkaufen Talaron-Auslöser. Ich will sie haben. Ja, wer hat die Dinger? Ja. Ich soll was für ihn tun. Alles klar. Schon verstanden. Baue ich jetzt erstmal hier in Ruhe Zeug auf. Ja, die Hunde von Buzz Kerwill. Immer wieder ein Lacher.
Ich sollte mal auch langsam anfangen zu schießen. Neue Welle. Seid zu mehreren, das ist eigentlich euer größtes Problem. Damit gegen mehrere ist. Wird jetzt richtig spannend eigentlich. Also das ist gut, die zweite härteste, die Truppe von Hassan ist natürlich auch nur übel, aber was für ein Gemetzel. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Ja. So, dann sammle ich mal die Beute ein. Muss irgendwann mal die Kristallartillerie wirklich durchmessen. Scheint was Gutes zu sein. Denk mal, hier in der Bar, die werden jetzt keine Lust mehr haben, mir Ärger zu machen. Ach doch. Na dann. Ja, so klein und schon so platt getreten. Jungs, ich stelle sie mal auf. Kommt mal einfach mit. Oh, und einen Saurier habt ihr auch mitgebracht, wie nett.
Bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich allerdings erstmal ein bisschen was. Ich sehe diese Punkte dahinter und ich habe die Jungs nicht in guter Erinnerung. Du stellst dich im Weg, das ist praktisch. Ach, eigentlich nicht. So, und jetzt rein da. Ja, das kann auch anders ausgehen, aber. Hassan, 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 meins, meins, meins. Okay. Dann hole ich mir erstmal die Torumbatikel. Hassan finden und aufhalten. Machen wir. So. Ins Raumschiff. Ah, wer hier aufräumt, werden wir dann hinterher sehen. Ah, ich sehe gerade, ich habe eine neue Fähigkeit durch das Leveln bekommen. Dann nehme ich die doch gleich mal mit auf in mein schönes Dauersortiment. Und für Spaß an der Freude, den Ionenwirbel, den schiebe ich auch gleich mit hinterher ins ganze Chaos. So. Jo, wir helfen dir. Bisschen scannen, dann geht's ihm auch gleich viel schlechter. Das sind noch Interzeptoren. Er mag Hassan auch nicht. Kann ich verstehen.
Jo, Rückenkratzen kennen wir gorn. Wertpartikel hört sich reizvoll an. Könnte ich einsammeln? Will ich auch. Dann reparieren wir mal den alten Hirogen auch. Und weiter geht's im Text. Niedlich, ne? Sind das noch, um die ich mich kümmern muss? Jede Menge Piraten. Dann fliegen wir da auch. Hassan, du alte Socke. Von so weit weg sieht er nicht gefährlich aus, nö. Naja, dann bring mich mal nach Orion, du. So, also, Terjas Mor, da wohnt er. So, jetzt gibt's erstmal so richtig Backenfutter. Ich hab nämlich die große Funzel von Kallus dabei. Mal ein bisschen weg, bevor mich dann der Warp-Kernbruch erwischt oder so ein Unsinn. So, festnehmen oder töten. Ja. Exekutieren wegen Inkompetenz, sage ich einfach mal. Ein Ex-Unsterblicher.
runter nach Nimbus 3. Belohnung einsammeln. Na, so ein Buttlet finde ich praktisch. Congratulations, Lieutenant Commander. So. Na, dann tue ich doch einfach mal noch was für meine Verteidigung weiter. Eine Handvoll Gorn. Da werde ich dann mit Klaus sprechen, aber das mache ich später. Genauer, wenn die Sonne wieder aufgegangen ist, weil ich muss ja Nimbus nicht an einem Tag leer fressen. So, dann wünsche ich eine gute Nacht und sage Tschüss.